Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Roblox The Mimic. So, nächste Episode steht an. Letzte Folge war ja mit dem verrückt gewordenen Krampus. Also, Game Modes. Wir gehen wieder rein. Erstellen Halloween-Prüfungen. Solo. Und dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Halloween-Prüfungen. Finde alle versteckten Schlüssel, um Saves freizuschalten. Okay. Tipp, es mag keine Musik. Es. Eieiei, vielleicht sollte ich meine Musik dann anmachen. Oh. Okay. 0 von 3 verbrannt. Wir haben auch hier wieder eine Fackel. Springen können wir nicht. Gut, hier spielt eine Musik. Also ich denke mal, was immer uns hier verfolgt, kann uns nicht in diesen Raum folgen. Schlüssel 2 wird benötigt. Na toll. Oh, Mann. So dicht war der doch noch gar nicht, oder? Ja, komm. Also ich glaube hier, das wird ein Dauersterben. Also der ist nach links gegangen, dann gehe ich nach rechts. Was soll das hier sein? Eine alte Klinik? Bestimmt eine Essensausgabe hier. Oh, oh. Schlüssel 3. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Da hast du doch gar keine Chance wegzulaufen. Vor allem, wo hätte ich da hin sollen? Schlüssel haben wir jetzt natürlich wieder verloren.
So. War ich hier nicht richtig? Nee, jetzt bin ich wieder am Anfang, verdammt. Ich muss nochmal in die Cafeteria den Schlüssel holen und dann zurück in diesen Raum hier. Ach so. Ist auch nichts. Schlüssel. Haben wir ihn, ja? Ja. Ja, komm! Das ist doch scheiße! Wo sollst du denn da hinrennen? Er sagt die ganze Zeit, help me. So, jetzt haben wir wieder den Schlüssel. Okay. Ich habe jetzt Key 1. Und damit kriegen wir die Kiste da oben ja nicht auf, oder? Schlüssel 2 wird benötigt. Ja, toll. Andere Kisten habe ich jetzt hier aber auch noch nicht gesehen. Mann. Also diese Episode ist nervig. Ich würde ja gerne mal ohne Licht probieren, um zu schauen, ob ich dann länger überlebe. So, hier hat man auf jeden Fall auch einen Schlüssel, ne? Ist das Schlüssel Nummer 2? Der ist Schlüssel Nummer 3. Wenn man wüsste, ob der eine bestimmte Route verfolgt. Kannst du echt knicken. Ich habe Schlüssel Nummer 1 und Schlüssel Nummer 3 haben wir schon gefunden. Aber Nummer 2 habe ich noch nicht entdeckt. Hier liegt auf jeden Fall keiner. So, rechts ging es zur Cafeteria. Und links haben wir
keine Ahnung, was da war. Also wenn ich jetzt hier wäre, ich würde ja das Grammophon mitnehmen. Wenn der keine Musik mag. Nee. Ich finde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ersten beiden Episoden fand ich ja noch irgendwo gruselig, ne? Besonders auch die zweite mit dem Krampus. Aber das hier finde ich nicht gruselig, das finde ich einfach nur nervig. Weil du ja vor diesem Viech nicht mal wegrennen kannst. Ja, das ist scheiße. Wirklich. Also, wenn ich wenigstens schon mal wüsste, wo Schlüssel Nummer 2 liegt, dass man dann eben doch mal ausprobieren kann, was passiert, wenn man den hat und die Kiste da oben öffnet. Ja, auch nicht alle Betten untersuchen, ne? Schlüssel 3 wird benötigt. Ach Gott. Duschkabine. Dann bin ich wieder in diesem Raum hier. Ja, komm. Nee, also ganz ehrlich, Leute, ich werde die Episode jetzt hier abbrechen, weil das macht für mich keinen Spaß. Das ist nicht gruselig, das ist einfach nur nervig, weil du diesem Vieh auch gar nicht entkommen kannst hier. Letzter Versuch. Ja, sag ich ja, hat sich schon erledigt. Also das hier, die werde ich jetzt frustmäßig abbrechen, gebe ich zu. Habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Also das ist wirklich eine richtig beschissene Episode. Ist nicht gruselig, macht keinen Spaß und nee. Wir schauen uns dann in der nächsten Roblox-Folge die letzte Episode an. Ich hoffe, dass die da nochmal wieder ein bisschen was rausholt, weil die ersten beiden, also das mit den Geistern da am Anfang in diesem Tempel, wo wir die Eigenschaften sammeln mussten, das fand ich gut, ja, da habe ich mich auch echt erschrocken, wieder auf der Brücke dann, als wir das zweimal gemacht haben und auch das mit Krampus in diesem Haus, das fand ich auch wirklich sehr gut gemacht, ja, aber das hier, ich meine, das Setting hier, die Location ist gar nicht mal das Problem, das ist wirklich dieses komische, ich weiß nicht, was das sein soll, ja, dieses Viech, das viel zu schnell unterwegs ist und wo du auch gar keine Chance hast, bei den Räumlichkeiten da zu entkommen. Also in dem Moment, wo es dich entdeckt, hast du ja hier schon verloren. Und deshalb macht keinen Spaß. Du behältst ja die Schlüssel auf nicht. Du musst ja jedes Mal wieder auf neu die Schlüssel sammeln und wenn es dich dann erwischt, dann ist alles wieder verloren. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Wie gesagt, nächste Folge, dann die letzte Episode von The Mimic. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.